Hallo und herzlich willkommen zu Folge 405 von Xeres Rückkehr. Wir sind hier auf Erdorath. Schwarze Flammen, naja gut, grüne Flammen. Überall. Hier ist die gute alte Bude mit der Berserker-Axt drin. Nehmen wir direkt noch mit. Auch wenn wir sie nicht brauchen. Können wir die jetzt eigentlich auch mit einer Hand führen? Oder galt das nur irgendwie für Schwerter? Ja, das galt wohl nur für Schwerter, weil mit dem Ding fuchteln wir noch rum wie so ein Neandertaler. Hier ist ja der Raum, wo man sich ein bisschen auffrischen kann. Ne, wenn man Runen basteln will, irgendwelche Tränke zusammenkloppen will, alles möglich hier. Schlafen kann man ja auch. Wunderbar. Da sehr krakelige Schrift, das kann ich schwer entziffern. So, weiter geht's. Wer will hier auf die Fresse? Oh, ein paar Kollegen. Was ist los? Oh, nicht von hinten treffen lassen. So, Männer, einer nach dem anderen, bitte. Ja, der Reihe nach. Jawohl. So haben wir es in der Schule gelernt, ne? Jawohl. So muss das sein. Was mit dir? Ach, das ist noch mehr. Ach, hör doch auf. Also, ein Level können wir hier auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen, ne? Von den Kameraden hier. Mal 20 von denen und dann. Oder wird schon einer gastisch, obwohl die der noch zu ist. Wo die hier alle Amok laufen, ne? Was denn los? Schalt mal einen Gang zurück, ey. Huck dich mal ein bisschen aus. So, noch mehr von denen oder was? Aber erstmal ein paar Tränke hier, die eh keine Sau braucht. Nie. Ja, aber du, bevor du hierher gehst, bist du ja sowas von ausgerüstet. Niemals würde ich hier reingehen. Also nach Erdorath, ja, mit der Einstellung, oh, mal gucken, vielleicht finden wir da noch ein paar Tränke. Aber naja, wenn sie da sind, stört man sich natürlich nicht daran. Wobei wir hier gefühlt ohne Trank durchkommen, weil wir viel zu hohen Rüstungswert haben, aber im Normalfall. Fall mal um, du bist tot, Alter. Das hat auch mal kapiert hier. Der ist nicht da, der ist der Allerschnellste. So, wer will hier wieder auf die Fresse? So, jetzt haben wir das. Ich habe mir dafür sogar extra schon mal ein bisschen was zurechtgelegt. Für den Raum. Wobei, vielleicht kriegen wir es auch so hin. So, hier. Drücken wir einfach mal die Schalter. Das wird denn passieren, ne? Hier können wir erstmal einfach nur drücken, aber vielleicht passiert dann eh nichts. Der Mechanismus müssen wir erstmal wieder hier. Ich drücke es einfach nach unten, damit nichts. Damit wir alles noch im Kopf haben. So. Oder auf der anderen Seite auch noch einer. Na egal, das kriegen wir irgendwie hin. Denn wir müssen jetzt erstmal die, wo es runter geht, die, wo es hoch geht. Da müssen wir auch irgendwas aktivieren, damit ich mich recht entsinne. Was haben wir denn hier? Oh, sieht schön aus. Drauf geschießen, wer will aufs Maul? Irgendwie habe ich irgendwie so ein Déjà-vu. Obwohl das ja mit der Odyssee-Mod schon so lange her ist. Oder war in letzter Zeit in irgendeiner Mod irgendwas ähnlich strukturiert wie die Hallen von Erdorath? Das könnte natürlich auch sein. Ja, Runenmacht. Ja, wer die jetzt noch braucht, wird mir auch immer ein Rätsel bleiben. Aber da ist er. Jetzt gucken wir uns erstmal um, ne? Und da ist der Sturmbringer. Also man kriegt hier auf jeden Fall noch mal ein paar schöne Waffen, auch wenn man sie überhaupt nicht braucht. Vor allem die Runen macht es überhaupt nicht stärker als so ein Gurken-Zweihänder, oder? Wie war denn das? Wo ist denn der Apparat? Da haben wir sogar noch geschärft. Ja, 115. Das ist minimal besser als der normale Zweihänder. Und natürlich überall noch geschärfte Varianten vorhanden. Okay. Noch was? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier einfach ein Büschen, ne? Aha. So sieht's aus. Jetzt müssen wir die Dinger hochfahren.
Also klappern hier einfach alle Gegenden ab. Also alle vier, es müssten vier Räume sein. Oder habe ich hier irgendwo was vergessen? Auf jeden Fall alle Schalter drücken, das ist unser Ziel. Damit da möglichst alles nach oben fährt. Da können wir nur Schalter drücken und dann geht einfach die Tür auf. Hoffe ich mal, dass es so klappt. Aber ich denke schon. So, hier will wieder jemand auf die Fresse. So, oh, da stehen auch ganz schön viele rum. Die haben aber die Ruhe weg, ne? Die sind faire Sportsmänner, ne? Die gehen nicht alle auf mal. Die sagen sich, erst soll er mal sich mit dem einen duellieren und dann können wir mal gucken, wie weit er kommt. Auch wenn jetzt ziemlich viele von den Kameraden sind und da ist unser Level Up. Wie gesagt, mit unseren Rüstungswerten äußerst banal. Und ich werde mal schauen. Es geht ja in Xeris Rückkehr in Legend of Vasun leider nicht. Ja, in Legend of Vasun kann man den Schwierigkeitsgrad leider nur zu Beginn einstellen. In Xeris Rückkehr können wir das während des Spiels noch umändern, weil, wie gesagt, wir spielen jetzt momentan auf Normal. Und ich hoffe allerdings, dass der Endkampf. Ich bin ja keiner, der sich unbedingt fordern lassen will, ja. Aber ich will jetzt auch nicht Xeris einfach so zwei Schläge geben und das war's. Das würde auch etwas von der Spannung nehmen, denke ich. Deswegen können wir da notfalls noch hochstellen. Was geht jetzt ab? Zombies. Was haben wir hier verloren? Nochmal Abgang. Gibt's doch nicht. Freches Pack hier. Mal cool ist es schon, ne? Die kommen die auf einmal so angegurkt. Ich meine, hier kann man sich gut durchdreschen, ne? In Erdorath kann man schon gut sich boxen. Mal gespannt, ob wir noch ein Level machen. 64 Lernpunkte, was wollen wir damit? Geschicklichkeit hochballern, was anderes fällt mir einfach nicht ein. Meine, mir fällt auch keiner mehr ein. Ich meine, wir können ja noch mehr stärken, oder? Das geht auch nicht. Wir könnten vielleicht, ja, Zweihand oder Armbrust. Also, gut, Zweihand eher als Armbrust, weil wir. Der Stumpfkopf-Nahkampf-Heini-Kollege sind. Da geht's nicht lang. Da vorne geht's lang. Hätte ich auch in den Räumen einfach beide Dinge drücken müssen. Also links und rechts einfach. Nee, wahrscheinlich. Ah, nee, erst wenn wir oben und unten jeweils haben. So war's. So war's. Die Sache mit der Tür. So, wir will hier auf die Fre. Oh. Ach, was gehe ich überhaupt noch in Deckung? Männer, geht mal aus dem Weg. Ich weiß nicht, wer euch engagiert hat, aber der hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Xeres, I'm coming for ya. Deine Lakaien sind kein Problem, sofern sie sich dazu überreden lassen, von den Sarkophagen runterzusteigen. So, hier ist nichts mehr groß, hier kann man irgendwo rumdrücken. Das heißt, wir boxen uns weiter durch. So, wer will jetzt auf die Fratz? Das Konzept dieses, ich nenne es mal Dungeon, ja, weil man das ja eben so im Gesamtpaket immer als Dungeon definiert, so, der ist cool. Ja, Erdorath ist ziemlich cool gestaltet. Muss mal so zu sagen. So, hier haben wir mehrere Schalter. Ich speichere mal ab, nicht dass ich irgendwie gleich drauf gehe. Nicht, dass ich irgendwas falsch machen kann. Oder einfach jeden einmal drücken, oder was? Na, guten Tag, die Herren. Das muss so tot langweilig sein. Also, mein Tod sind sie ja zum Glück schon. Okay. Wohl falsch gedrückt. Oder ich drücke einfach nochmal. Mal gucken, was passiert. Wenn noch mehr spawnen, das wäre ja mega cool. Dann könnte man hier, wenn man es denn nötig hätte, dann könnte man hier schön EP farmen, aber das brauchen wir wohl nicht. Okay, ich verstehe. Naja, ich hab's geschnallt. Aber ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr hier viel mitnehmen.
wollte es nur mal testen. Ich habe die Kombination hier notfalls mir aufgeschrieben. Falls es zu lange gedauert hätte. Mich vorbereitet, ne? Aber ja, also man kann hier wirklich farmen wie blöd. Die richtige Kombination hierfür ist, wenn ich jetzt den richtigen Raum auch habe, müsste links, rechts, Mitte sein. Denn in gewisser Weise ist das ja auch eine audiovisuelle Komplettlösung. Nein, das war wohl der falsche. Na egal, dann boxen wir noch mehr um. Ist ja auch kein Thema, also. Machen Abgang jetzt. Übrigens auch keine Ahnung, inwiefern das eine Strafe sein soll, dass hier Schattenkrieger spawnen. Also die richtige Kombination ist Mitte, links, rechts. Denn wie gesagt, für alle die, die nicht weiter wissen, wobei hier kann man eigentlich stupide ausprobieren. Ich habe eher damit gerechnet, dass wir tot umfallen. Aber wohl nicht. So. Schöne Animation der Leichen. Damals, 2002, kommt. Mehr ging nicht. Dafür sieht es auch ganz angenehm aus. So. Wahrscheinlich wird und das Vorhaben hier mit der Tür die Folge fressen. Wobei vielleicht nicht gesamt. Mal schauen. Mal schauen. Dem haben wir nur noch einen Gang vor uns. Der wird ja wohl keine 5 Minuten andauern. Also hier haben wir. Im linken Raum ist es links, rechts, Mitte. In dem rechts, Mitte, links, rechts. So, für alle die sich notieren wollen. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass ihr sterben würdet oder sonst was. Oder es ein komplexes Rätsel wäre. Ich dachte nur mal, ich teile die Information mit euch. Weil sicher ist sicher, ne? So, wir hören übrigens relativ wenig, wenn wir hier im Türrahmen stehen. Weil es quasi so eine Art Schalldämpfer in Gothic gibt. Ist ein bisschen komisch, ich weiß. Also das soll halt, ne? Also ich meine, es hat einen Effekt, den sich jeder von uns, glaube ich, vorstellen kann, wenn man in Gebäuden ist, dass man das Getratsche auf den Straßen nicht mehr so laut hört, ne? Wenn du allerdings schon über die Schwelle gelaufen bist, im Raum bist, die Gegner kommen zu dir, die Kamera ist allerdings noch hinter der Tür, dann ist es leise. Da es sich quasi so anhört, als wäre der Kampf, das Geschehen einfach außerhalb von dem Raum, in dem du dich gerade befindest. Ne? Damit, falls ihr euch fragt, warum manchmal hier der Sound etwas nachlässt. Ne? Wie gesagt, hört das? Hier, genau hier. Relativ leise, einen Schritt hinter die Schwelle. Ne? Seht ihr. Hör da. So. Das sind einfach nur so kleine Randinformationen, die eigentlich auch niemanden interessieren. Ich habe halt einfach nur. Ach was, guten Tag. Die schwersten Gegner. Die kleinen Kacknasen. Jetzt komm jetzt, reg mich nicht auf. So. Also. Hier. Links. Rechts, bitte. Muss sagen, also da kommt jedes Mal übrigens. Aha. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch wieder sehr viel EP mitnehmen. Hier ist es sogar noch einfacher als gegen die Schattenkrieger. Falls man irgendwie gegen die Probleme haben sollte, dann kann man hier auch munter wahrscheinlich ganz viele Goblin-Skelette spawnen. Aber wie gesagt, das ist nicht unser Ziel. Und wahrscheinlich kommen sie doch nur einmal. Gut, wahrscheinlich, wenn man die Kombination falsch eingibt. Aber das haben wir nicht vor. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Die Tür ist so gut wie auf. Alleine natürlich, weil Gorn und Diego, naja, etwas scheu sind. Zumindest manchmal. Es kann aber auch sein, dass die einen gar nicht weiter begleiten. Also. Ach ja, jetzt sind die hier auch gespawnt. Stimmt, da war was. Ja, du. Ach komm, Schiedsrichter, hat es einer gesehen? Wurden der mich noch getroffen? Naja, komm, mach doch. Ja, mit deinem läppischen Zauber hier. 117 habe ich Schutz und du kriegst nichts auf die Kette. Schäm dich, Mann. Würde ich mal den Kopf greifen, wenn ich du wäre. Gleich kriegt er was genauer auf. Jetzt komm her. Ja, hier, Skelettmagier. Ja, oh, der hat sogar mit einem Schlag überlebt. Das ist Donnerwetter, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. So, also die Nebengänge sind geklärt. Hier liegen die Skeletthaufen wie ein Haufen überall rum.
Sind jetzt eigentlich auch nochmal neue Gegner? Nee, das war nur in dem Raum. Ja, okay. Gut. Man weiß ja nie. Ne? Man kann man nie wissen. Sie haben noch links und rechts die Türen. Oder müssen wir einfach hier die Schalter drücken? Wir werden es gleich rausfinden. Einfach mal drücken, ne? Erstmal beide hoch, ne? Damit wir Ausgangsposition, ne? Weil vielleicht. Runter. Na, zum Kerl. Runter damit. Ich probiere es drüben nochmal. Kann sein, dass wir auch erstmal die Knöpfe an den Schaltern hier drücken müssen, bis wir die hier aktivieren können. So, Ausgangsposition. Der war schon. Jawohl. So, nochmal drücken hier. Okay, gut. Erstmal die Schalter draußen. Ihr wollt es so, ihr bekommt es so. Ah, genau. Genau, jetzt gehen erstmal die vier Teildinger hier auf. Genau, ach, genau, gut. Sieht schön aus, kann man nicht sagen. Haben sie sich Mühe gegeben. So, Klick. Weiter geht's. Tappen wir mal darüber. Es sind halt nur lange Animationen, aber das kann man verkraften. Ist halt viel Rumgedrücke, aber es ist schön. Ist wirklich damals wie heute immer noch gelungen. Generell gibt es ja irgendwie so Spiele gar nicht mehr. Kann ich jetzt direkt drücken oder muss ich jetzt noch die an der Seite drücken? Wir probieren es einfach mal aus. Ah. Also die Tür ist jetzt offen. Was erwartet uns dahinter? Schattenkrieger. Wer hätte das denn gedacht? Und da sehe ich schon zwei große Augen, die aber warten können. Wir buchsen nämlich erstmal hier alles in Grund und Boden. Tatsächlich haben wir jetzt wirklich noch ein Level gemacht und ich weiß ja nicht, wenn der da vorne. Warte mal, erstmal kurz gucken. Seht ihr das? Kleiner untoter Drache. Und oh, Entschuldigung, Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Aber da hinten haben wir doch leuchtende Augen. Das ist doch bestimmt kein kleiner untoter Drache. Das ist doch bestimmt einer in Normalgröße. Kerl, jetzt mach kein Fetz. Ach ne, da geht's glaube ich erst dahinter weiter, ne? Ach jo, sag doch. Sag's doch gleich. Hier sind verdammt viele. Hier ist also wenn hier kein. Also hier muss noch Level Up drin sein, nächste Folge. Wenn nicht, wäre ich hier schwer enttäuscht. Also das. Finde es zwar cool, dass sie hier so klein und dran. Was ist denn hier los? Männer. Oh, hier ist niemand. Noch mehr Zauber. Döns, noch ein paar Spruchrollen, falls man nicht genug hat. Ich habe genug, generell zu wenig verwendet. Arwas, okay, sag an. Dass der mit der zusammen war. Interessante Information. So, ohne mehr Spruchrollen. Nehmen wir alles mit. Und in der nächsten Folge könnte es schon gut passieren, dass wir wahrscheinlich dem untoten Drache die Fresse einschlagen werden. Guck. Komm mal her. Kannst du mal in die Kamera gucken, bist der Letzte für heute. So. Haben wir noch platt gemacht. Wir sind in der nächsten Folge, machen wir hier gerade weiter. Rambazamba hier durch Irdorat, alles kurz und klein schlagen.
auf die rohe Art. Gröber geht es nicht mehr. Ganz stupides Auseinanderschlagen von allem. Und dann, ja, werden wir den untoten Drachen oder wer auch immer uns da erwarten will, auch zu breischlagen, ja, den letzten Seelenstein mitnehmen und dann können wir damit zu Xardas, nee, nicht zu Xardas, auf die Ritualinsel. Wie gesagt, die Schätzung war 420 Folgen. Kommt gut hin, schätze ich mal. Also ich weiß ja nicht, wie lange dann der Kampf gegen Xeres andauert und ob man da irgendwie. Ich habe was gehört von Arena-Kämpfen oder dass man sich nur irgendwie ein bisschen durch die Gegend schlagen muss, bevor man dem gegenübersteht. Aber ich bin wirklich mal gespannt. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.